Dieses schöne und liebevoll gestaltete Gebäude ist kein altes Haus, wie man auf den ersten Blick vielleicht meinen könnte. Denn es wurde erst im Jahre 2000 im Stil eines alten Winzerhauses im Zentrum von Dornbach in der Nähe des Rupertusplatzes errichtet. Wir betreten die Eingangshalle mit dem schönen Kreuzgewölbe. Dann werfen wir einen kurzen Blick in eine von zwei Garagen. Vor den Garagen verfügen sie noch über einen weiteren Autoabstellplatz. Zur linken Hand sehen wir das oval gemauerte Stiegenhaus. Von hier aus erreicht man das Obergeschoss mit dem weitläufigen Wohnbereich. Später sehen wir uns das von oben noch einmal an. Hier einer der vielen Nebenräume. Im Moment befindet sich hier ein Solarium. Die Nutzfläche des ganzen Gebäudes beträgt 400 Quadratmeter, davon sind 300 Quadratmeter reine Wohnfläche. Weiter geht's in den begrünten, windgeschützten und halboffenen Innenhof. Dieser wird im Frühling und Sommer zur blühenden Pracht. Hier kann man auch schön das in U-Form errichtete Bauwerk sehen. Es richtet sich gartenseitig gegen Süden aus. Werfen wir von oben einen Blick von der Terrasse aus auf den Hof. Über die doppelte Freitreppe gelangen wir auf die Gartenebene. Hier befindet sich auch ein Swimmingpool mit Gegenstromanlage und Abdeckung. Dieses großzügige Haus verfügt über die neuesten technischen Standards und lässt keine Wünsche offen. Das Grundstück ist übrigens 763 Quadratmeter groß. Der große Garten verfügt über eine automatische Bewässerungsanlage. Das Gartenhäuschen bietet zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte und den Griller. Wir betreten hier wieder das Haus über einen antik anmutenden Gebäudeteil und gelangen in ein sehr schönes Extrazimmer. Hier können Sie den Tee nehmen, Ihr nächstes Buch schreiben, Besuch empfangen, arbeiten oder entspannt in Ihren Garten blicken. Dies ist ein sehr geräumiger Lastenaufzug, der ins untere Geschoss führt. Das ist übrigens der gemauerte Weinkeller für Ihre besten Bordeaux-Weine. Zurück ins Obergeschoss. Wir betreten den Essbereich. Hier findet ein großer Tisch Platz. Alles ist hell und sehr geräumig. Hier wieder ein Blick auf die Terrasse. Dies ist der Küchenbereich. Beachten Sie die eindrucksvolle Raumhöhe. Machen wir nun einen Rundgang durch den Wohnbereich mit seinem offenen Kamin. Hier sehen Sie nochmals das formvollendete ovale Treppenhaus, das den Wohnbereich mit der Eingangshalle verbindet. Jetzt kommen wir ins Schlafzimmer. Hier ein schönes Eckfenster für viel Licht am Morgen. Dieses ist mit elektrischen Rollläden ausgestattet, falls Sie es doch lieber dunkel haben. Musik.
Hinter diesen Schränken befindet sich ein sehr großes Ankleidezimmer mit ausreichend Stauraum für ihre ganze Garderobe. Sehen wir uns nun das luxuriöse Badezimmer an. Dieser Raum verfügt, wie alle anderen Nassräume, über Fußbodenheizung. In den übrigen Räumlichkeiten sorgt übrigens eine hochwertige Wandheizung für angenehmes Wohnklima. Die Wanne verfügt über Massagedüsen. Nebenan gibt es noch eine Dusche, die Sie nach dem Bad im Pool bequem erreichen können, denn das Badezimmer besitzt einen direkten Ausgang in den Garten. Falls Sie nun mehr wissen wollen, so kontaktieren Sie Herrn Ingenieur Robert Posch bitte jederzeit.